Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Do-It-Yourself-Inspiration-Kids-Club. Ich bin's Kati und ich habe hier heute wieder die Hanna Vogel. Für die habe ich ja letztens schon eine Reitkappe gebastelt, also einen Reithelm. Aber das Problem bei Hanna ist, die hat barfuß, also keine Schuhe an und nur so Schlappen immer. Das ist natürlich praktisch für den Sommer, aber zum Reiten ist das eigentlich gar nicht geeignet. Deswegen werde ich hier heute auch noch Reitstiefel basteln. Vielleicht ist das auch für eine von euren Playmobil-Figuren ganz passend. Viele sind ja barfuß oder tragen Sandalen und wenn dann Winter ist, dann tragen die immer noch die Sandalen. Also irgendwas passt dann da nicht. Deswegen, man kann sich auch super gut Stiefel selber basteln. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Dafür verwende ich übrigens wieder 3D-Clay. Das ist so wie Silk-Clay, also eine Knetmasse, die aushärtet, wenn man die trocknen lässt. Also man kann damit ganz normal formen. Kann man auch so auseinanderziehen, auseinanderreißen, schön, ja, sehr, sehr schön modellieren. Und wenn die dann irgendwann aushärtet, also noch so einem Tag ist das dann ausgehärtet, dann kann man das, wie zum Beispiel diese Mütze abnehmen, auch drücken, es ist dann fest, das verformt sich dann nicht mehr. Ja, sehr, sehr praktisch, ein sehr cooles Material. Und da werde ich jetzt Hanna ihre Stiefel rausformen. Dafür ziehe ich ihr natürlich erstmal diese Schlappen aus. Ich lege das Ganze um den Fuß rum. Ich glaube, so ist es einfacher, wenn man es erstmal einmal um das Bein rumlegt, dann hier unten um den Fuß. Und es ist auch nicht schlimm, also bei mir ist das jetzt auch noch relativ locker hier. Aber man muss die Schuhe ja auch noch ausziehen können, ohne dass die kaputt gehen. Deswegen können die ruhig so ein bisschen größer als der Fuß sein, damit man dahinter auch, wenn das getrocknet ist, auch wieder rausschlüpfen kann. So, das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Ganz schön dick sind die Stiefel. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen Knete wieder abnehmen, damit es ein bisschen schmaler aussieht. Ja, so sieht es doch schon gleich etwas besser aus. Und man kann sich natürlich auch mit einem kleinen Hilfsmittel helfen, zum Beispiel so ein Holzstäbchen. Weil hier gerade dazwischen, da kommt man ja nicht so gut mit den Händen. Da kann man dann einfach nochmal so mit dem Holzstäbchen entlang gehen oder dann hier unterm Fuß einmal mit dem Holzstäbchen entlang gehen, damit die auch wirklich hinter noch stehen kann. Das muss man natürlich auch testen. Jetzt kann sie gerade nicht so gut stehen, weil sie ja nur den Schuh an einem Fuß hat. Aber ich finde, das sieht schon gar nicht schlecht aus. Und hier werde ich auch noch so einen leichten kleinen Absatz formen. Das ist ja auch immer bei den Reitschuhen so. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Und davon muss ich jetzt nur noch den zweiten formen. Das mache ich genau wie beim ersten, aber ich muss natürlich jetzt vorsichtig sein. Der erste ist ja noch nicht ausgehärtet. Und wenn ich da dran komme, wie zum Beispiel hier, dann klebt die Knete da fest. Deswegen ganz vorsichtig sein. Hier wieder um den Fuß erst rumlegen. Dann unten einmal rumlegen und am Fuß festkneten. Das Problem ist natürlich auch noch, wenn die Schuhe zu dick sind, dann können die überhaupt nicht mehr reiten. Das muss man gleich auch nochmal probieren und die hier auf das Pferd draufsetzen, damit die hier auch noch wirklich drauf sitzen kann. So, das geht so aber einigermaßen noch. Hier ist noch ein bisschen zu viel Knete, die muss ich wieder wegnehmen. Und hier ist der Fuß schon so ein bisschen freigelegt. Also da muss man einfach vorsichtig sein und geschickt sein am besten. Und vorsichtig überall alles rumkneten. Keine freie Hautstelle mehr haben und viel zu viel Knete, hier so überschüssige Knete, einfach entfernen. Das ist ja auch das Gute an dieser Knete, die kann man ja einfach so wieder abnehmen. Und hier sehe ich, jetzt hat Hanna schon ganz viel Knete zwischen den Beinen. Da gehe ich dann nochmal mit meinem Holzstäbchen dazwischen und hole die Knete dazwischen weg. Mit so einem Holzstäbchen kann man auch die Knete dann so auseinanderreißen. Und nach einer Weile sind Hannas Stiefel fertig. Ich habe auch überall unten Absätze drunter gemacht. Und jetzt lasse ich die erstmal gut trocknen. Bin mal gespannt, ob Hanna damit schöne Reitstunden haben wird. Vielleicht möchtet ihr sowas nachmachen. Man kann natürlich auch Gummistiefel oder Winterstiefel damit basteln. Einfach
so Knete verwenden. Silk Clay eignet sich super gut. Das härtet dann schön aus und ist trotzdem noch schön glatt, wenn man zum Beispiel Play-Doh-Knete nimmt. Das bekommt ganz schnell Risse. Also deswegen, die kann ich euch wirklich empfehlen. Oder eben diese 3D-Clay, die ich hier habe. Und ja, da kann man wirklich coole Sachen mitmachen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Schaut sonst auch unsere anderen Videos. Schaut auch das Video, wo ich den Reiterhelm dazu gebastelt habe. Oder unsere schönen Playmobil-Videos auf Spiel mit mir Kinderspielzeug. Einfach reinschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!